Hallo Lemmywings, willkommen in der Kulturfahrschule. Ihr hattet gerade einen Gig hinter euch. Ihr dürftet unseren Keller einweihen. Und die große und grandiose Frage, hat's euch gefallen? Ja, natürlich. Sehr schön. Selbstverständlich, war wunderbar. Hallo. Eric. Grandios, grandios. Nee, war wirklich toll. Seit wann gibt's denn euch in der Konstellation als Lemmywings mit DJ David? ungefähr seit 2 Jahren. 2 Jahren. Winter. Circa. Ja. Da ist passiert. Okay. Und seit wann macht ihr so in der Crew Hip-Hop oder auch jetzt hier mit einer Band im Vordergrund mit den Jungs? Seit wann gibt es diese Kombination? Mit der Band erst seit einem halben Jahr oder sowas? Ich glaube nicht mal. Wir haben mit Drummer angefangen schon immer. Ist er hier? Der Lovis. Wir haben uns von der Straße geholt. Und dann kam einer nach dem anderen dazu. Und das gibt es jetzt seit 3-4 Monaten. Okay. Und habt ihr hauptsächlich in Ulm Auftritte oder auch überregional? Also wir haben es schon nach Lübeck geschafft. Okay. Auf dem Straßenfest. Das war bis jetzt das Weiteste auf jeden Fall. Heidelberg waren wir. In Krauchenwies, da auf dem No-Stress-Festival. Das war ein cooler Auftritt. Das ist eigentlich schon große Nummer eigentlich. Bisschen auf jeden Fall. Okay. Und natürlich Obersulmendingen. Unter Solmendingen. Okay. Wie sieht eure Zukunft aus? Was habt ihr vor? Wollt ihr ein Album machen? Wollt ihr mehrere Auftritte haben? Oder wollt ihr das so nebenbei machen? Aber davor wollen wir noch ein paar Auftritte machen und wir haben gerade eine EP aufgenommen, aber das ist eine Produktion. Es wird gerade gemischt, gemastert. Und es kommt jetzt bald ein Video raus, was ihr euch anschauen könnt. Geht einfach auf www.lemmywings.de, da kommt ihr auf die Facebook-Seite, ganz gute Sache, und da kommt bald ein Video raus. Seid gespannt. Das wäre meine nächste Frage gewesen, aber du hast sie mir vorgenommen, Nils. Ja, wann sieht man denn das nächste Mal von euch was oder hört man von euch demnächst mal wieder was? Live. In 2 Wochen auf dem Kultur, wie heißt das Ding? Kulturpark oder so? Kulturpark, ja, ich war 24. Früheres Mahatma, okay. Club Ulm. Also in Neu-Ulm, in Neu-Ulm, in diesem Fall, in Bayern. Okay. Ja, drüben leider. Wir werden uns rüberwagen. Nein, wir mögen Bayern. Wir hatten eine lange Saison, das ist jetzt erstmal vorbei. Wir hatten viele Auftritte die letzten Monate so. Ja. Also gerade in Ulm. Okay. An für sich, wär's das von der Kulturfahrschule? Wenn ihr noch einen Beitrag habt, die Band, wollt ihr die noch erwähnen? Nein. Thomas, wolltest du noch jemanden grüßen? Ja, ich wollte meine Oma und meinen Opa grüßen. Ich bin im Fernsehen. Noch einmal zum abschließenden Punkt, Facebook-Seite, Homepage, sagt's nochmal. Also eigentlich haben wir nur Facebook und da Lemmywings, okay. Kinderleicht zu finden. Einfach www.lemmywings.de, dann kommt ihr da drauf. Kommt man automatisch drauf, ja. Ciao Lemmywings. Ciao. Danke. Peace.